Ich bin Single als Perserin mit 29 immer noch. Single ist so schlimm, ihr Lieben. Ich bin die Einzige in meiner Familie, die noch nicht verheiratet ist. Und es gibt für Frauen, die mit 29 in meiner Heimat noch Single sind, sogar einen Begriff. Das heißt Torschi, der bedeutet übersetzt verschimmelt. Ja, hier ist die Verschimmelte in der Familie. Und alle fragen mich dann so, ja, Nega, was ist denn dein Typ, Mann? Wann ist das denn bei dir so weit, deine Uhr tickt, Schatz? Mein Vater jeden Tag, deine Uhr, Schatz, endlich, Mann, bitte, deine Uhr tickt. Wo ich mir denke, bei uns Frauen, das ist unfair, die Welt ist manchmal für Frauen unfair. Weil bei Frauen heißt es immer, oh, deine biologische Uhr tickt, wann ist es bei dir soweit? Ich gehe doch auch nicht zu einem Mann hin und sag, hey, Harald, wann ist es bei dir soweit? Ich glaube, deine Hoden, die laufen bald ab. Nee, die machen nicht mehr lang. Ich bin Single und dann wird man als Single immer gefragt, ja, was ist dein Typ Mann? Auf was für Männer stehst du denn? Und ich bin in mich gegangen, ihr Lieben. Ich bin in mich gegangen, um herauszukriegen, was mein Typ Mann ist. Und ich muss sagen, mittlerweile alles scheißegal, Hauptsache der atmet. Ich würde sogar dich nehmen, wirklich. Der so, muah, ich bin verliebt. Wie heißt du? Ich rufe dich an. Ati. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, hier zu sein als Single. Ich guck mal, ich kann hier flirten. Es ist wirklich nicht einfach für Singles, ich flirte überall. Und ich werde dann auch immer wieder gefragt, was ist dein Typ Mann? Ich so, keine Ahnung, Hauptsache der atmet, habe ich euch ja gesagt. Aber wenn ich eine Sache aussuchen könnte, ihr Lieben, dass der Mann eine eigene Wohnung hat. Ich suche einen Mann mit einer eigenen Wohnung. Der so, habe ich nicht, scheiße. Nein, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht mit Männern, die einfach nur im Auto gelebt haben. Hauptsache dickes Auto, aber bei der Mutter zu Hause wohnen. Deswegen suche ich meine Männer nicht auf Tinder oder auf Parship. Ich suche meine Männer auf Immobilien-Scout. Kennt ihr diese Online-Inserate, Mann sucht Haus? Ich rufe immer an. Hallo. Ich habe zwar keine Wohnung als Angebot, aber ich habe noch 25 Quadratmeter frei in meinem Herzen. Ich gehe auch zu Besichtigungen, die ich mir absolut nicht leisten kann, um Männer kennenzulernen, die es sich leisten können. Zieh mich voll schick an bei der Besichtigung. Und habe ein Buch dabei. Man muss ja die Aufmerksamkeit der Männer in der heutigen Zeit erregen, ne? Deswegen habe ich so ein Buch dabei, wo jeder Mann auf mich anspringt. Darauf steht ganz groß, was tun bei Sexsucht? Ihr Lieben, das hat einmal so gut geklappt. Ich musste entgegensteuern mit ein anderes Buch, was tun bei Scheidenpilz? Nein, mein Typ, man hat sich über die Jahre verändert. Wenn man älter wird, merkt man, dass früher stand ich so auf meine Shisha-Bar-Boys. Auf diese krass breit gebaute Männer, die selbst so einen E-Scooter mit einer am tiefer gelegt fahren. Kennt ihr die? Und heute stehe ich so auf das Gegenteil. Ich stehe auf deutsche Männer. Oh, sehr gut. Hauptsache Ausländer schreit, Nein, ich stehe auf so deutsche Männer mit North Face-Jacken. Ich stehe auf deutsche Männer, die abends beim Joggen einfach so eine fette Taschenlampe auf den Kopf haben. Ja, wenn dann alle klatschen, ihr Lieben. Ich will einmal in meinem Leben mit so einem deutschen Mann abends joggen, mit Taschenlampe auf dem Kopf, meiner Familie aus dem Iran ein Foto schicken und sagen, guck mal, das ist Integration. Wenn du den deutschen Pass willst, einfach Bild mit Taschenlampe auf dem Kopf, der deutsche Pass kommt zu dir. Oder kennt ihr diese deutschen Männer mit so Rucksäcke, die so einen Verschluss vorne haben? Einfach für die Sicherheit? Das suggeriert mir Sicherheit. Oh, bist du da? Hast du Taschenlampe? Wow. Oh, der ist aufgestanden sogar. Oh, Heiratsantrag. Komm her, Bro. Spring. Spring. Sehr gut. Der kommt wirklich. Ich muss gehen. Wirklich? Ich hab Angst. Hi, sehr gut. Okay, ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr Single, ihr Lieben. Ich bin jetzt verheiratet mit einem random Typen, der einfach runtergerannt ist.